amtierende deutsche Meister im Herren-Doppel. Alexander Fleming. Und bei den Europameisterschaften in Stuttgart, Nationalspieler im deutschen Handball-Kontinent aus England, wo er beim ersten Rot-Turnier bei den Herren gespielt hat, der Schulingstar im deutschen Fliegtennisport, Philipp Lohr. Ehemalige Weltmeisterspieler bei den Weltmeisterschaften, die schon bis ins Semifinale im Herren-Einzel vorgewonnen. Heute Jugendtrainer beim TV Hilbertstein dabei, im Tischtennisverband. Er kann immer selber so viel trainieren, aber er ist immer noch einer der besten Hüter am Markholz. Andras Popinka. Die Nummer 4, letztes Jahr die Nummer 1, hat dort längsten gespielt. Ist der Nationaltrainer Tschechiens, auch er kam aus Serbien direkt hierher geflogen. Er ist uns auch im Wiesland Parkholz treu geblieben. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Thomas Demme. Nummer 5, brauche ich eigentlich nicht vorzustellen, ich kenne jeder. Er ist hier in der Halle quasi aufgewachsen, groß geworden und hat das Hilbertsteiner Tischtennis auch groß gemacht. Felix Bindhaar. Und die Nummer 6 in Ebenhardt, schon 7 Jahre bei uns, auch er ist schon fast eingemeindet. Der Kapitän Alexander Mess. Die Doppel, Lemming, Demig, Lorenz Mess und Post Linka Bindhaar. Wir beginnen an die